zurück bei The Sinking City. Wir müssen einen Schmuggler finden, der den der Fred nach draußen bringt aus der Stadt und vom esoterischen Orden von Dagon weg. Und die sollen hier sein. Was geht ab? Ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass es Leute in Oakmont gibt, die dabei helfen können, die Stadt zu verlassen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie kommen Sie darauf, dass ich etwas wissen könnte? Ich habe gehört, hier wird die Totenwache für den zahnlosen Bob abgehalten. Mag sein, aber ich kenne Sie nicht von Adam. Beweisen Sie mir, dass Sie kein Schnüffler sind. Taten sagen mehr als Worte. Vielleicht vertrauen Sie mir ja, wenn ich Ihnen helfe. Probleme zu lösen ist meine Spezialität. Okay. Wie wär's mit einem kleinen Gefallen? Nichts Großartiges, keine Sorge. Ich warte seit ewigen Zeiten auf eine Lieferung. Aber der Kurier ist noch nicht aufgetaucht. Finden Sie heraus, warum er so lange braucht. Hier haben Sie die Adresse. Alles klar. Eine Sache noch. Falls Sie ihn nicht finden, bringen Sie mir zumindest die Lieferung. Seine Kiste voller Wasser des Lebens. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Wiedersehen. Sehr gut, sehr gut. Auftrag des Barkeepers. Fallmappe, Familienbande. Ah, wir sind schon beim nächsten Hauptfall. Und dann treffen bla bla bla, wenn ich nicht. Haus in der Levin Coffin Avenue und bei der Kreuzung mit der Marsh Avenue im westlichen Teil des Bezirks Grimhaven Bay. Coffin in der Levy Coffin Avenue. Achso, Gott, ich kann ja das so aufrufen, verdammt. Da ist nochmal ein Tag nicht. Oder spielen wir mal. Was soll ich machen? X. Levy Coffin Avenue. Hier. Unweit der Kreuzung der Marsh Avenue. Mabel Marsh Avenue. Jetzt ist die wahrscheinlich hier irgendwo. Machen wir es mal hier einfach. So. Dann können wir wieder zum Teleportation. Ja, wir gehen zur Teleportation. Gibt es das Wort eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Interessiert mich auch ein Scheiß. Was? warte, ich bin vorbeigelaufen, ne? Das ist können, meine Freunde. Können. Ich, wenn ich wann irgendwas vorbeilaufe, dann mit Absicht. Und wer was anderes behauptet, hat wahrscheinlich recht. Aber boah, das ist hier immer alles von. Du kriegst eine Mission, musst aber, damit du mit der Mission weiterkommst, eine andere Mission erfüllen. Und um die Mission zu erfüllen, muss ich eine andere Mission erfüllen. Ob ich jetzt dort ankomme und der Kurier noch lebt und mir sagt, ich muss für ihn auch noch eine Mission machen, damit ich die scheiß Kiste kriege? Und dann machst du 50 Missionen und hast keine Ahnung, was eigentlich abgeht. Ich laufe richtig. Natürlich laufe ich nicht richtig. Wie gesagt, können. Ich bleib dabei. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, da müssen wir außen rumlaufen. Da gehe ich jetzt nicht durch. So dumm bin ich jetzt auch wieder nicht. Weil ich gern mal so ein Gebiet ausräuchern würde. Komme ich dann was dafür? Weil ich genug Scheiß hätte ich eigentlich, ne? Das ist jetzt die erste Kreuzung, ne? Warte mal, da komm ja auch nicht rum. Komm, shit happens. Go, go, Power Ranger. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ich kann nichts rechts laufen. Lauf, 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 lauf. Ah, ah, ah. Ich weiß ganz genau, dass hier irgendwelche. Das Haus schaut aus wie alle anderen. Naja, teilweise nicht. Boah. Das sind aber schöne Registrierkassen, Mann. Der Kurier schaut aus wie so ein Schrottsammler. Huja!
habe die mächtige Schaufel. Ach, wer hätte jetzt das erwartet? Oh, scheiße. Ach, das bist du. Ich stirb jetzt einfach. Hab noch mal. Mann, kotzt mich das an, dass die da einfach teilweise über so Dinger drüber spucken können. Ey, leck mich doch. Metallteile. Okay, warte, wir müssen mal kurz gleich mal wieder basteln. Hä? Achso, ja, Inventar. So. Boah, da ist ja auch noch mal was. Schießpulver. Was ist denn das? Oh, Munition. Ja, ach, leck mich. Alter, ich wenn alles nehmen könnte, was ich finden würde. Scheiße, Mann, Alter, ich wäre ja hier unbesiegbar. Kann es sein, dass die den Typen verschmort haben? Aber so richtig verschmort. Warte mal. Tür. Sag ich doch. Boah, du Scheißdrecksding, ey. Da ist der Alkohol. Warum können die eigentlich alle diese Zauber benutzen? Leer, aber riecht stark nach Benzin. Da steht Gasolin drauf. Was ist das für eine dämliche Frage, Mann? Asche wie diese habe ich schon mal gesehen. Tja, so kann man eine Leiche auch loswerden. Niemand hat diese Leiche los. Die Spuren stammen von etwas Schwerem mit Rädern. Das Blut ist fast getrocknet. Hä? Wow. Schreck mich doch nicht so. Du bist erledigt. Wer hinter meinem Rücken mit den Bullen redet, muss für immer schweigen. Schnappt ihn euch, Jungs. Oh, scheiße. Brock! Wessen Idee war es, die Kisten so blöd zu verstecken? Jetzt kommt er nicht mehr nahe, oder was? Zeigt keine Gnade, Jungs. Er wollte es nicht anders. Okay. Lasst ihn verschwinden. Ich will, dass nichts außer Asche übrig bleibt. Verstanden? Dann schauen wir uns das mal an. Okay. Brock! Wessen Idee war es, die Kisten... Du bist erledigt. Zeigt keine Gnade, Jungs. Lasst ihn verschwinden. Aber wenn die Leiche weg soll... Ich will, dass nichts außer Asche übrig bleibt. Verstanden? Muss das auflösen. Hier hat jemand nach einer Kiste gesucht und wurde grausam ermordet. Die Kerle, die das getan haben, wurden von jemandem im Rollstuhl angeführt. Weil ich mich frage, wer zur Hölle das im Rollstuhl ist. Halt, warte. Hä? Ach, scheiße, ich muss ja durch das... Ach, shit happens, wir gehen jetzt einfach in die Richtung. Bei. Im Lagerhaus ist so viel Scheiß, Alter. Wir gehen jetzt da in das Gebiet und räuchern die aus. Kommt her, ihr Wichser, ich mach euch alle kalt. Wow.
Verdammt! Bäm, Alter! Da hab ich's euch gegeben! So, jetzt gib mir meinen scheiß Loot. Boah, shit. Warum ist das eigentlich auf der Karte? Ah, der weg? Scheinbar nicht. Warte mal. Granate! Oh fuck. Zack. Ey, dreckigen Bastarde, Alter. Hab ich's euch gegeben. Richtig reingedrückt habe ich's euch. Boah, scheiße, was ist denn da alles drin? Oh. Ich kann das nicht alles mitnehmen, ey. Was wollt ihr denn? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann ja nichts mehr mitnehmen. Das ist so viel Zeug. Fuck. Ups. Da ist ja nochmal was. Brosche? Hä? Hab ich das jetzt gesäubert? Ich bin immer noch da, das nervt mich. Jetzt noch weiter. Kommt raus hier! Ja Mann, Alter, traurig! Boah, wie du kannst springen! Oh scheiße! Warte mal! Molotow! Oh scheiße! Und jetzt? Immer noch nie. Da ist eine Kiste, her damit. Patronenhülsen. Ist da was im Auto? Nee, Kofferraum. Patronen sind Schießpulver und so weiter. Da ist noch eine Kiste. Ah, fuck, dieses ewige gedrückt halten. Warte mal, wir sollten unseren Scheiß erstmal bauen. Oh, ich habe kein Schießpulver mehr. Was sollen wir da nur machen? Achso, ja, wie wär's, wenn ich einfach das nehme? Der hier wird Zeug zugeschmissen, ey. Okay, das habe ich komplett leer genommen. Mach. Die Kiste habe ich noch gar nicht gehabt. Kann ich da irgendwo? Nein, scheinbar nicht. Da ist noch was. Fuck. Schießpulver war dabei, sehr gut. So, und was haben wir denn hier? Nix. Das ist bloß die Markierung. Tauchen die eigentlich wieder auf, wenn ich jetzt kurz rausgehe?
ich alles rausgenommen, was ich brauchen kann. Naja, okay. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Da können wir noch kurz mal schauen. Schaut der noch aus? Warte mal, das ist die. Genau, da habe ich die Brosche. Ne, habe ich nicht, da war was draufgelegt. Doch, das ist die Stelle. Hä? Ne, ist eine andere. Ne, doch, das ist schon die Stelle. Hä? So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Genau, oder? Mich jetzt interessieren müsste, dass das jetzt eigentlich weg sei. Aber egal, aber mittlerweile weiß ich, wie man die Viecher alle kalt macht. Da kann ich nicht nein. So. Und zurück zum Seven Oaks. Und der darf dann den Fred verschmuggeln, ja. Den lassen wir verschmuggeln. Und der Fred erzählt uns dann, wo die Doe ist, und dann holen wir uns die Doe. Oder müssen wir irgendwas anders machen? Scheiß esoterischer Orden von Dagon. Ja, Alter, was geht? Ich habe ihren Kurier gefunden. Ich sag's nur ungern, aber er ist tot. Jemandem hat es nicht gepasst, dass er mit den Bullen geredet hat. Und die Sache ist dann ziemlich übel ausgegangen. Was? Oh, Kauil, ich bin ein toter Mann. Er könnte denken, dass ich was damit zu tun habe. Er? Wen meinen Sie damit? Den Boss. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Nee, ich komm schon klar. Ein Tipp für Sie. Nur der Boss und niemand sonst kann jemand von ihr wegschaffen. Also, verscherzen Sie es sich nicht mit ihm. Vera, Neuankömmling. Hier haben Sie einen Zettel, auf dem steht, was Sie tun müssen. Mehr kann ich Ihnen nicht helfen. Okay, danke. Hier haben Sie Ihr Wasser des Lebens. Psst, nicht so laut, Kumpel. Keine schlechte Ware, Neuankömmling. Sie verdienen eine Belohnung. Wiedersehen. Bring mir bloß nichts, ich hab alles. Mehr kann ich nicht tragen, ja genau das dachte ich mir. Das ist doch scheiße. Und kaufen kann ich auch nichts, was soll denn das? Ich habe eigentlich im ganzen Spiel noch nichts gekauft, ne? Hä? Was war das eigentlich? Hafen von Orgmund. Das ist ja das nächste Bescheuerte. Kugeln sind in dieser Stadt Währungen. So, ich habe jetzt weder jemanden bestechen müssen bisher. Noch irgendwas anders bezahlen müssen. In einer Gasse in der Windmill Avenue zwischen der Octopus Avenue und der Skipper Road im südlichen Teil des Bezirks. Salvation Harbor, Frage, was machst du, wenn du einen Hund siehst? Antwort, töte, weil er Tollwut hat. Töten, weil er Tollwut hat. Also gut. X. Gasse in der Windmill Avenue zwischen Octopus, Salvation Harbor Street. Windmill Avenue, da. Zwischen Octopus Avenue und Skipper Road. Hier. Okay. Da müssen wir mit der Boot hin. Können wir da lang? Einfach der Straße folgen. Wo war ich schon mal? Oh, da geht's rein. Nein, 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 nicht ablenken, weiterfahren. Da gibt's nichts zu sehen. Aber der Typ, der wurde oben zu der Brücke da. So, hier war es, glaube ich, rechts, ne? Alter, wie es drauf hat. Na ja gut, links hätte ich auch an Land gehen müssen, also. War jetzt halt wirklich schwer rauszufinden. Und links. Ich glaube, das ist das Boot, was ich für die andere Mission suche.
Hallo, Elsa. Das macht mir kurz so, wie wenn es abstürzen würde. Bist du? Nee. Oh, warte, was ist denn hier? Also, auch nix. Warte, da drüben geht eine Tür rein. Mann, oh, nicht wirklich. Das sieht aus, wenn sie offen wäre. Klau mal den so einen Scheiß. Hä, hey, da war da jetzt gar nichts drin? Scheiße, da war wirklich nichts drin. Verdammter geiziger Sack, ey. Gasse in der Windmill Avenue. Das ist die Gasse nicht. Das wirkt alles nicht wie Gassen. Da drüben sind auch keine Gassen. Da ist noch eine Kiste. Weh, da ist nichts dran. Da ist wirklich nichts drin. Was soll der Scheiß eigentlich? Warum komme ich nicht drüber? Ah, warte, vielleicht muss ich außen. Ah, warte, da ist eine Gasse. Zählt das als Gasse? Ist das ein Gefahrending? Hey, Kumpel. Was machst du, wenn du einen Hund siehst? Streicheln oder wegtreten? Töten, weil er Tollwut hat. Recht hast du. Du bist neu hier, oder? Komm mit. Bringt mich zu eurem Boss. Der Rollschuhmann. Hä? Achso, jetzt. Sascha. Hä? Ich bin doch wieder da. Es gibt immer irgendeinen Boss im Rollstuhl. Also nicht immer, aber oft. Ich mache euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Da kann ich ja gestehen, dass ich der Party nie angeschaut habe. Ich habe damals mal eine Zeit gehabt, wo ich mir Blu-Rays gekauft habe. Und da habe ich mir auch die Collection zum Paten geholt. Ich habe sie bis heute nie angeschaut, obwohl es schon 2 Jahre her ist oder 3. Hey, ich dachte, der Typ kann nicht laufen. Hey Leute, kann ich bei euch irgendwas abgreifen? Ich würde Ihnen alle Knochen brechen, wenn Papa Brut nicht etwas dagegen hätte. Ganz ruhig. Für Gewalt gibt es keinen Grund. Hey, der hat auch das Bild, was ich da gesehen habe. Wer sind Sie und was zum Rock wollen Sie? Und fassen Sie sich kurz, junger Mann. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich habe gehört, Sie können bei gewissen Angelegenheiten helfen. Sie bitten mich also um einen Gefallen, Mr. Reed. Um was geht es? Ich will jemanden aus der Stadt schmuggeln. Viele Leute wollen Oakmont verlassen, junger Mann. Aber nur wenige haben es je geschafft. Das wird nicht leicht. Und wie alles im Leben, was einem lieb ist, wird es auch nicht billig. Und was wird es mich kosten? Eigentlich würde ich keinen Finger für einen Neuankömmling krumm machen. Aber Sie haben mit diesem Affenliebhaber Throckmorton zu tun. Das ist interessant. Denn das sagt mir, dass Sie zu gebrauchen sind, junger Mann. Ich hätte da etwas, das erledigt werden muss. Aber es muss unter uns bleiben. Ich habe wohl keine andere Wahl. Also, was soll ich tun? Eins vorweg. Ich bin Brutus Carpenter. Das rechtmäßige Oberhaupt der Familie Carpenter. Des Weiteren, vor einer Woche hat jemand versucht, mich umzubringen. Sie wollen doch nicht, dass ich den Täter aufspüre und töte, oder? Nein, junger Mann. Das könnten auch meine Männer erledigen. Ich will ihn nicht tot sehen, sondern lediglich wissen, wer es war und warum. Ich weiß, das klingt ungewöhnlich. Aber nachdem ich fast gestorben wäre, wurde mir klar, dass Vergeltung nicht immer die Lösung sein muss. Ich will es mal anders versuchen. Das glaubt ihr doch keine Sau, Mann. Gnade hätte ich von einem Gangsterboss nicht gerade erwartet. Wo ist der Haken? Es gibt keinen, junger Mann. Sie können von mir denken, was Sie wollen, aber wenn man den Tod vor Augen hatte, sieht man manche Dinge anders.
Du hast voll die riesigen Ohren, Alter. Schau mal im Vergleich meine an. Scheiße, die sind doppelt so groß. Sie haben mein Interesse geweckt. Was genau ist passiert? Ich erwachte im Krematorium. Eingerollt in einen Teppich. An meinem Zeh hing ein Zettel wie bei einer Leiche und ich war voll mit einem merkwürdigen, widerlichen Schleim. Es gelang mir, da rauszukommen. Doch was ich dann zu Hause sah, ließ mich denken, ich wäre nicht ganz richtig im Kopf. Was haben Sie denn gesehen? Mich selbst, junger Mann. Da war ein Kerl mit meinem Gesicht, der zur Tür hinausging, als wäre es das Normalste auf der Welt. Daher beschloss ich, erst einmal mit ein paar Männern hier unterzutauchen und die Sache zu verdauen. Was war das Letzte, an das Sie sich vor dem Krematorium erinnern können? Ich erinnere mich noch ganz genau an ein Abendessen eine Woche vor dem Vorfall. Alles danach weiß ich nur noch bruchstückhaft. Zum Beispiel, dass ich etwas in mein Tagebuch geschrieben habe. Was genau, weiß ich nicht mehr, aber es war wichtig. Vielleicht steht dort, wie alles angefangen hat. Und das Tagebuch befindet sich noch in Ihrem Haus? Ganz genau, junger Mann. In einem Tresor in meinem Zimmer. Sie dürfen ihn knacken, falls es nötig ist. Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Wie wär's, wenn du mir die scheiß Nummer gibst, um den Tresor zu öffnen? Bestimmt haben Sie schon versucht, etwas gegen den Eindringling zu unternehmen, oder? Natürlich, junger Mann. Ich würde Sie nicht um Hilfe bitten, wenn die Sache ein Kinderspiel wäre. Meine Männer haben gesagt, dass sie mein anderes Ich getötet haben. Aber der Kerl ist immer noch in meinem Haus. Ich schätze, diese Idioten haben den Falschen erwischt. Haben Sie eine Idee, wer dahinter stecken könnte? Es muss jemand sein, der mir nahe steht. Deswegen kann ich niemanden trauen. Nicht einmal meinen Sohn Graham habe ich kontaktiert. Normalerweise hätte ich ihn mit der Sache betraut. Ich bin jetzt verwundbar und darf nichts riskieren. Deswegen wollte ich ausnahmsweise einen außenstehenden Graham vorziehen. Wo befindet sich das Krematorium der Stadt? Ach, natürlich. Woher sollen Sie das wissen? Sie sind ja neu hier. Hier haben Sie die Adresse. Boah, ich habe gar nicht gewusst, wie abschätzig man neu hier sagen kann. Alles klar. Wie ich sehe, können Sie ohne Hilfe stehen. Warum benutzen Sie einen Rollstuhl? Sind Sie immer so neugierig? Aber gut, ich verrate es Ihnen, wenn es Sie so brennend interessiert. Ja. Ich bin alt und an manchen Tagen fühle ich mich erschöpft. Dieser Rollstuhl hat mich noch nie im Stich gelassen, im Gegensatz zu den meisten Menschen. Sie erwähnten Ihren Sohn, Graham. Würden Sie mir mehr über ihn erzählen? Graham? Warum interessieren Sie sich für ihn? Er hat mit der Sache nichts zu tun. Sie scheinen sich ziemlich sicher zu sein. Natürlich. Graham ist eine ehrliche Haut. Und der Krieg hat ihn noch rechtschaffender gemacht. Was manchmal zu Konflikten geführt hat, das muss ich zugeben. Wir hatten die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Vor allem, was das Familiengeschäft betrifft. Aber er könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Schon gar nicht mir. Auf Wiedersehen. Tja, keiner Fliege was zuleide tun. Bei sowas ist immer die große Frage. Wirklich? Ich meine, man muss jetzt nicht mal ein Spiel nehmen. Man kann auch einfach in echt mal nachschauen. Hey Leute, was geht so? Ganz ruhig. Was ist los? Scheiße, ich will die Gnaden haben. Hier wurde mehr Wert auf Quantität als auf Qualität gelegt. Selbst meine Ausrüstung ist in einem besseren Zustand. Oh, ja, dann kannst du deinen Scheiß behalten. Ein bisschen Erpressung, ein bisschen Diebstahl und ein oder zwei schöne Schlägereien. Wie in alten Zeiten. Hallo? Achso, ja, ich soll vielleicht das so machen, ne? Wir sollten den Müll entsorgen. Papa Brute wird jeden Augenblick hier sein. Wer ist denn das? Ach geil, mit dem Ding kann ich auch die Dinger sehen. Wieder einen Sarg. Hier erwarte ich einen Sarg, Mann. Das ist ein verdammter Gangsterboss, Mann. Mafiosi.
Haben die die umgelegt? Das ist aber nicht die eine, ne? Hm. Einfach, wenn wir es können. Keine Ahnung. Hey Leute, was geht's ab mit euren billigen Dreckswaffen, Alter? Könnt ihr behalten? Ganze Scheiße hier. Weißt du, freut man sich, dass da Waffen sind und dann? Billiger Schund. Was bist du für einer? Gefällt es Ihnen hier, Neuankömmling? Gewöhnen Sie sich dran. Aus Oakmont kommt jetzt nämlich niemand mehr weg. Wer auch immer hier so viel Blut verloren hat, hat bestimmt kein gutes Ende genommen. Na, ach was? Siehst du die scheiß 4 Einschusslöcher? Das ist schon nicht nach Hause, wenn die alle verfehlt hätten. Warte mal, was muss ich eigentlich machen? Ein Zettel mit der Aufschrift Jack White. Anwesender Carpenters. Krematorien an der Red High Süd. Schauen wir mal, wo das ist. Ecke Wayne Road und Phillips Street. Halt, warte, das ist dann hier. Wayne Road, Phillips Street. Warren, University, Heaven Hill. Eyeborn? Phillips Street. Wayne Road, Phillips Street. Warte mal, das ist das Krematorium? Okay. Old Grove Süd. Das ist ja gleich in der Nähe von Dingern, ne? Goldbridge Road zwischen Century Avenue und Hillside. Also hier irgendwo ist es. Okay. Warte mal, waren wir da schon drin? Ich glaube nicht. Gehen wir erst zum Krematorium? Das würde mich nämlich irgendwie mehr interessieren. Oh, scheiße. Ging ein bisschen drüber über die Zeit, hä? Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Und wir schauen uns dann in der nächsten Folge das Krematorium an. Macht's gut und Servus.